super gefühlt. Und danach noch einmal betont, naja, wenn es dann einer aus der eigenen Mannschaft ist, der vor dich läuft, dann kann man das schon akzeptieren. Und wir sind gespannt. Auf die Staffel hat er ja verzichten müssen. Da war ein kleiner Infekt im Anzug. Da sind wir gespannt, wie sich das auswirkt. Auch für ihn, da ist das Ding, das gelbe Trikot am Leib von Roman Rees. Der große Moment, rückt näher, es ins Rennen zu tragen. Zunächst aber noch den Vortritt für Sean Doherty. US-Amerikaner, auch schon 9 Jahre mit dabei im Weltcup-Zirkus. Am Wochenende hier in Östersund füllen sich die Tribünen, Stimmung gut. Und sie wollen natürlich die Schweden hier siegen sehen, ist doch klar. 6 Norweger, die hier auf Angriff gepolt sind. Und dann ist es soweit für Roman Rees. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass er so früh an den Start gehen kann. Man will dann sicher eher los mit diesem gelben Trikot. Wir haben es erwähnt, 15 Jahre ist das her. Michael Kreis damals am Nikolaustag 2008 hat er das gelbe Trikot zuletzt für Deutschland ins Rennen getragen. Jetzt also mit Roman Rees. Hat lange nicht dran geglaubt, seinen Sieg da einfahren zu können im Einzel. Selbst in der Kabine, als einer nach dem anderen der Favoriten kam und ihm gratuliert hat, hat er gesagt, nee, so richtig packe ich es nicht. Und hat auch lange gebraucht, das einfach hinzunehmen und sich pur zu freuen. Otto Invenius aus Finnland. Vor 2 Jahren in Oslo sein Debüt gegeben, 22 Jahre alt, aus Vuokatti. Also der letzte aus der deutschen Mannschaft wird heute die Startnummer 100 sein. David Zobel, insgesamt von den Bedingungen her, wird er da keinen Nachteil haben. Ja, minus 15 Grad im Augenblick. Es war schon etwas kälter heute, minus 18 Grad. Während wir hier Simon Eder aus Österreich rausstarten sehen. Ja, alle ein wenig abgeklebt im Gesicht bei diesen Temperaturen. Sie schützen vor Erfrierungen. Also der Sprint, da heißt es von Beginn an Vollgas, Fehler vermeiden, Risiko schießen, mitnehmen. Alles eng beieinander. Hier sehen wir Teofio Maillé. Torjäger ja ohne Sieg im Weltcup. Das will er in diesem Jahr unbedingt ändern. Aset Tiusenov aus Kasachstan, 26 Jahre alt, neu in der Mannschaft aus Almaty. Mit der Startnummer 6. Und dann ist es soweit für den Franzosen. Er hat sich natürlich für diese Saison viel vorgenommen. Einzelrennen ging noch nicht so gut, Staffel verbessert. Schauen wir, was heute drin ist. Es hat natürlich Selbstbewusstsein gegeben, das letzte Schießen in der Staffel, als er dort mit 0,5 im Stehendanschlag weggegangen ist. Das gibt Selbstvertrauen. Und er hat sich, so hat man gesehen, schon sehr viel vorgenommen für heute. Wichtig ist, dass sich die Jungs alle wirklich sehr gut erwärmen. Das ist bei diesen Temperaturen Grundvoraussetzung. Wissen Sie natürlich auch, zu kalt an den Start zu gehen, ist hier praktisch leistungshemmend und verspricht keinen Erfolg. Martin Ponsiluoma, kaum zu erkennen da hinter der Brille und den Klebestreifen. Während Jakub Strečky aus Tschechien vorher mit der ersten Top-10-Platzierung, der 24-Jährige. Also auch einer der Athleten, der die tschechische Mannschaft verstärkt. Ja, und dann eben der Längste im schwedischen Team, Martin Ponsiluoma. Auch er, wie alle anderen hier aus Östersund, 27 Jahre alt. 47. nur im Einzel, aber eben mit 5 Fehlern am Schießstand. Da gibt es ja immer diese Minute auf die Zeit obendrauf. Heute geht es hier in die Strafrunde. Für jeden Fehler einmal 150 Meter extra. Kämpft mit einer Entzündung in der Hüfte, im Hüftbereich. Konnte die letzten Wochen nicht sehr viel trainieren. Hat auch immer leichte Ausweichbewegungen. Gerade auch beim Bergabfahren kann er nicht so in die Hocke, weil es schmerzt. Also toi, toi, toi für Martin Ponsiluoma. Und toi, toi, toi auch für Andrejs Rastogujevs aus Lettland. 35 Jahre seit 2010/11, also im 12. Jahr mit dabei. Erfahrener Athlet und nach wie vor noch wirklich mit hervorragenden Leistungen. Hier zum Beispiel als Vierter im Einzel. Aber schauen wir raus auf die Strecke. Wir hören das, wie das knirscht. Richtig schöne Winterlandschaft, die Bäume, Schnee verhangen. Die laufen, lassen wieder Übergänge.
gut. Ja, aber ist das Lampe. Auf geht's. Das ist der Mehringer, der da an der Seite steht, der Frauentrainer und natürlich mithilft, auch bei diesem Sprint. Es hört sich etwa so an, als würde man über Styropor laufen. So fühlt sich's auch an bei diesen Temperaturen. Der Ski will nicht so recht laufen. Sven Fischer hat erklärt, je schneller man läuft oder fährt, desto größer ist dann auch der Widerstand, gefühlt auch. Es ist keine einfache Aufgabe, die heute zu bewältigen ist, auf einer sehr schwierigen Strecke. Ja, Vettlesjastad Christiansen ist der Erste aus norwegischer Sicht, der hier ins Rennen startet. 13. war er im Einzel mit der 20. Laufzeit, also da ist noch Steigerungspotenzial. Ja, dieser Doppelsieg der beiden Deutschen, hier kommt Roman Rees im gelben Trikot, ihm als Sieger, und Justus Strelo an Position 3. Der hat schon für viel, viel Aufmerksamkeit gesorgt und natürlich auch die Ergebnisse bei den Frauen noch obendrauf. Hat jeder gesagt, oh, schau an, die Deutschen sind da. Jawohl, Roman, hopp. Ja, und insgesamt ja schon mit 6 Podestplätzen in den Tagen hier von Östersund in den verschiedenen Rennen. Mit den beiden Staffeln, mit seinem Sieg hier eben im harten Einzelwettbewerb. Den letzten Doppelsieg im Übrigen gab es 2017 im Januar. Simon Schemp und Erik Lesser hießen die Herren im Massenstart von Oberhof. Emilien Jacquelin. Der hat vor der Saison gesagt, ich kann den Johannes Tinjes Bø nur schlagen, wenn ich ihn am Schießstand bekämpfe. Läuferisch ist ihm nicht beizukommen. Und da muss ich einen super Tag erwischen und richtig gute Serien, um das hinzubekommen. So, Tarje Bø, der sich hier so langsam zurecht juckelt, zurecht macht. Startnummer 43, Wladimir Iljev, der Mann aus Bulgarien. Papa geworden auch im Sommer, 36 Jahre alt und immer noch mit dabei. Niklas Hartwig, die neue Generation, stellt er mit da hier, der Schweizer, 23 Jahre alt. Allerdings in dieser Woche ist es noch nicht so richtig bei ihm zusammengelaufen. 46. nur im Einzel, 7. waren sie mit der Staffel, 6. mit der Single Mix. Mit Amy Baserga zusammengelaufen. Und dann schauen wir auf Christophe Jomayet. Wir können mal die erste Zeit hier vergleichen. Geht sehr flott dann. Ja. Wenn man schaut, keine schlechte Angangszeit für Strelo und Rees, jeder deutlich zurück. Also Quentin Fillon-Maillet ist natürlich, ich habe es gesagt, stand sehr motiviert am Stand, voll des Willens. Und hier am Kreisen von Justus Strelo mit etwas mehr Gefühl in den im Zeigefinger vor allen Dingen vorhanden ist. Ja, und das ist so wichtig für Justus Strelo, für alle eben, hier dieses erste Schießen gleich gut zu absolvieren, 5 Treffer zu landen. Denn er schwimmt ja hier vorne weg, hat zunächst mal keine Orientierung. Umso wichtiger ihm, gut ins Rennen reinzukommen und eben gleich hier die Null zu präsentieren. Stark. Und mit diesen 24,4 Sekunden ist er wirklich sehr schnell gewesen. Man muss bedenken, es ist sehr kalt, es geht nicht alles so flüssig, wie wenn es 10 Grad wärmer wäre. Und er macht es hier perfekt und hervorragend. Also Kompliment für Justus Strelo für diesen ersten Auftritt hier im liegenden Anschlag. Martin Panciloma. Herrlich dieser Ton hier. Und dann ist Roman Rees da. 5,6 Sekunden hinter Justus Strelo sieht man ganz unten an dem Balken den Verlauf der Zwischenzeiten. Und auch er legt sich auf diese Bahn, auf der man angeschossen hat, Bahn 3. Ja. Ja, und auch ihm gelingt das hier. Guter, gleichmäßiger Rhythmus, 31 Sekunden. Seine Schießzeit in der Summe. Roman Rees. Zeit von Strelo ist durch.
an die zweite Position, 11,9 Sekunden hinter dem Teamkollegen. Justus ist enorm stark unterwegs, auch am Schießstand eben schnell. Und das bringt Zeit und im Sprint brauchst du jede Zehntelsekunde. Dort ist die Leistungsdichte aufgrund der Kürze der Renndauer natürlich deutlich höher. Insofern kann eine Sekunde über zwei, drei Plätze oftmals auch entscheiden. Also auch für Roman Rees alles richtig gemacht, Klappe zu. Gutes erstes Schießen. Tommaso Giacomel geht raus auf die Strecke. Biotin-Booster. Mehr Energie mit Biohacking für dein Immunsystem. Mit Magnesium für Muskeln, Knochen und Gelenke. Fünf Äpfel. Gut, dass Lavita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei Lavita. Und rechtzeitig Quentin Fillon-Maillet, haben Sie gesehen, dass er hier reingekommen ist. 12,6 Sekunden schneller gewesen auf der ersten Runde beim Eintreffen hier am Schießstand. Lange gebraucht zum zweiten Schuss hin, knapp 6 Sekunden. Und dann noch der Fehler obendrauf, also für ihn geht's in die Strafrunde. Ja, und das sind eben dann diese 23 Sekunden circa, je nachdem wie schnell sie an dem Tag ist, die da mit oben drauf kommt. Und Benedikt Doll macht sich hier langsam bereit, Startnummer 32. Und dann kommt Martin Ponziluoma und so langsam wird sich das hier füllen am Schießstand, je mehr Athleten auf der Strecke sind. Und dann springt das ordentlich hin und her. Was sehr angenehm ist in diesen Tagen, abgesehen natürlich von der Kälte, ist, dass fast kein Wind herrscht, der das Schießen nicht verkompliziert und natürlich auch das Laufen draußen auf der Strecke nicht noch unerträglicher macht. Martin Ponziluoma, neue schnellste Laufzeit nach der ersten Runde. Ja, also die beiden Deutschen, Justus Strelo und Roman Rees, haben sich hier diesen Vorteil erarbeitet über das Schießen. Und Johannes Tinius-Bö heute mal nur in Rot, ganz ungewohnt, ohne gelben Streifen auf dem Trikot aus dem vergangenen Jahr. Und dann haben wir Andres Rastoguies, der ist im Bereich von Ponziluoma, ein Ticken besser, 0,8 Sekunden. Und Strelo, ja. Genau, von Justus Strelo. Und er macht es hier ebenso prima, hat er schon angedeutet im Einzel, dass er da in der guten Form ist. Und Ponziluoma geht als Fünfter raus auf die Strecke. 28,5 Sekunden sein Rückstand auf Justus Strelo. Und Andres Rastoguievs an Rang 2 zwischen den beiden Deutschen, also 6,2 Sekunden hinter Justus Strelo. Wettlesjahrstart Christiansen. Sehr aggressiv angegangen. 14,1 Sekunden Vorsprung auf Justus. Ja, ebenso erfolgreich wie David Kommatz aus Österreich, den Sie oben eingeklinkt gesehen haben. Die beiden gehen jetzt gemeinsam auf die zweite Laufrunde. Und Wettlesjahrstart Christiansen, der setzt sich hier an die Spitze. Also neuer Führender, der Norweger Christiansen vor Strelo und Rastoguievs. Roman Rees auf Rang 4, 20,5 Sekunden hinter dem Norweger. Sebastian Samuelsson geht da oben raus, lauchstark unterstützt von den Fans hier. Und Didier Bionat hat alles getroffen, während Emilien Jacquelin jetzt schon zwei Fehler hat, gleich zu Beginn. Rang 3 für den Italiener, hinter Christiansen und Strelo.
Und Jacqueline geht in den Umweg. Anton Iverson haben wir hier mit der 21 und um ihn hier geht's mit der 22, Tommaso Giacomel. Neue Bestzeit bis hierher. Ja, und da sieht man schon, dass die extrem schnell angehen, die Jungs. Bei Jacqueline hat es nichts geholfen, der hat zwei Fehler geschossen, der bis dahin die zweite Zeit hatte. Aber jetzt Benedikt Doll. Unterwegs, der Mann aus Hinterzarten. Mit dem Podiumsplatz in der Staffel. Die Mixstaffeln hat er ja noch komplett ausgelassen zu Beginn hier der Saison am letzten Wochenende in Östersund. Und Niklas Hartwig. Ja, knüpft so ein bisschen daran an, was ihm auch schon im Einzel nicht gelungen ist. Der Niklas Hartwig kommt nicht so gut in diese Saison. Konstant im vergangenen Jahr gewesen. Gute Ausrufezeichen gesetzt. Und er will natürlich gerne den nächsten Schritt machen und einen Weltcupsieg landen. Podium hat er schon. Zweite Plätze. Zweimal geschafft. Und jetzt sind wir natürlich hier mit den Kameras bei Justus Strelo. Stehender Anschlag. Okay, jetzt muss allerdings auch er diese 150 Meter absolvieren. Sebastian Stalder, nächster Schweizer. Auch der mit sehr, sehr guten Leistungen, jetzt schon in diesem Jahr auch. Fünfter nämlich im Einzel gewesen, richtig gutes Rennen abgeliefert. Schauen wir nochmal hin bei Justus Strelo. Der zweite Schuss war es. Ganz knapp hoch, leicht links. Nicht einfach bei diesen Bedingungen, bei dieser Kälte zu schießen. Ob er die Finger oder den Abzug gespürt hat, muss er dann sagen. Es ist, glaube ich, kein schlechtes Ergebnis. Ein Rennen auf alle Fälle für eine gute Ausgangsposition. Auch wenn er die Startnummer 1 hat für morgen, für das Verfolgungsrennen. Ja, und da muss man eben sehen, jetzt noch mit der Schlussrunde. Läuferisch war er ja gut in Form, hat sich gut gefühlt. Und wir schauen auf Roman Rees. Mit dem zweiten daneben und jetzt geht es dahin ein wenig. Oh, ganz, ganz ungewöhnlich, ja. Ungewöhnlich für Roman Rees. Entsprechend die Reaktion vom Mann in Gelb, dass er damit sicher abgeben muss in Richtung Hochfilzen mit diesen drei Fehlern. Tommaso Giacomel. Hierher war er schnell unterwegs, das hat sich an der Zwischenzeit schon angedeutet. Aber jetzt eben auch bei ihm der rote Balken für den Fehler, für die Strafrunde. Was macht Sebastian Samuelsson? Draußen bei der Zeitnahme, neue Bestzeit. Schneller als Johannes Klinius Bö. Genau. Nochmal viel schneller. Wow. Das ist natürlich eine enorm schnelle Angangszeit von Samuelsson. Der war natürlich motiviert, der weiß, er ist mit am schnellsten zurzeit und geht hier all in sozusagen. Ja, und das hat ihn natürlich gewurmt im vergangenen Jahr eben ohne Podest zu sein. Das muss sich zwingend ändern in den Einzeldisziplinen des Weltcups. Sebastian Samuelsson und dreimal muss er hier rum, Roman Rees. Das ist richtig bitter für ihn und wirklich ganz, ganz selten, dass ihm das so passiert. Sturlaholm Lagrat, der sucht auch noch seine Form in diese Saison hinein. In der Vorbereitung noch relativ spät
nicht richtig für eine Waffe entscheiden können. Siegfried Massé hat dann gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Und wieder, anders als im letzten Jahr, ein Fehler bei ihm im liegenden Anschlag. Und wir schauen natürlich auf Fio Maillet. Der schießt hier schnell. Sprintgemäß. Die letzten beiden waren sehr schnell, aber einer flog dann doch vorbei am Ziel. Und da ist Johannes Tinjesbø. Schlenderloch als Christiansen hier eingetroffen, der Mann im roten Trikot. Ah, korrigiert da nochmal den Anschlag. Ist vielleicht leicht rechts weggerutscht mit dem Ellbogen. Oi. Ja, zum ersten Schuss sind schon mehr als 18 Sekunden gebraucht. Da ist er in der Lage, da alle Schüsse abzuliefern, normalerweise in dieser Zeit. Und jetzt sind es gut 34 Sekunden, die er gebraucht hat, Johannes Tinjesbø. Und dann noch mit den zwei Strafrunden, die er mit ins Gepäck nimmt. Martin Ponziluoma ist der Nächste, der sich hinstellt. Und auch die große Scheibe, 11,5 cm im Durchmesser, schießen wird. Läuferisch in etwa so schnell wie Justo Strelo. Oh, jetzt hat er Glück gehabt. Ja, trifft aber hier alles, kann durchziehen. 5 Treffer, Rastogujevs oben. 0 schon liegend. Jetzt mit dem Fehler. Es führt nach dem zweiten Schießen weiterhin Justo Strelo. Vor Fio Maillet aus Frankreich, 17,6 Sekunden dahinter. Dann Eder. Rang 6 jetzt, Rang 7 für Roman Reis, der ein wenig durchgereicht wird. Ganz klar mit den drei Fehlern. Martin Ponziluoma ist jetzt an die Spitze gegangen. Und jetzt wird es interessant. Wenn ihm hier eine Null gelingt, dann ist ein Vorsprung erstmal da, ein großer Vorsprung. Ah, er kämpft. Ja, Johannes Tinjesbø, das sei noch erwähnt, 14. 38,1 Sekunden. Sein Rückstand um Sebastian Samuelsson. Sehr sicher, Sebastian Samuelsson überholt hier in diesem Schießen quasi Wettlesjahrstag Christiansen, der viel, viel Zeit braucht. Kommt nicht klar, er muss immer wieder neu aufbauen, er kommt mit der Atmung. Ich finde, da stehen, schießen, ja, nicht seine Stärke. Aber so habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Da läuft er ja fast eine Strafrunde für den, schau, 25,2 Sekunden, da läuft er eine Strafrunde. Eine Minute, 6 Sekunden hat Wettlesjahrstad Christiansen hier verbraucht, muss man sagen, und liegen gelassen bei diesem Schießen. Und Bionat. So, Christiansen dennoch in Führung, 1,4 Sekunden vor Ponziluoma nach dem zweiten Schießen. Justo Strelo auf den dritten Rang zurück, 2,7 Sekunden sind es nur. Und nach dem ersten Schießen führt Sebastian Samuelsson mit 22,2 Sekunden vor Christiansen und Justo Strelo. Philipp Navrat, auf den sind wir sehr gespannt. Der hat sich hier wirklich in der tollen Laufform schon präsentieren können. Und dann sind wir bei Benedikt Doll. Ja, sehr gut. Auch ihm gelingen hier 5 Treffer, 25,4 Sekunden. Die Zeit, die er hier gebraucht hat. Benedikt Doll. Schneller Angang, erster Schuss, sehr schneller erster Schuss bei 12, und ein paar zerquetschte. Und jetzt dritter Platz, 24,9. Samuelsson ist extrem schnell angegangen. Also das muss man hier sagen und festhalten. Und Justus läuft ganz hervorragend. Ganz hervorragend läuft Justus Strelo für diesen Fehler, den er da geschossen hat. Ja, und Benedikt Doll nach diesem ersten Schießen ja knapp vor. Justus Strelo, also die beiden sehr gut unterwegs. Und wir schauen auf Endre Strømsheim. Weiterer Norweger. Vorjahr Sieger im IBU Cup. Deshalb sein Startrecht hier bei diesen Rennen.
Ah, sehr schön, das Ausatmen. Ja, schön zu hören. Sehen, also zu hören und zu sehen. Aber jetzt Filip Navrat. Mit der 51. Der Staffel jeweils ein Nachlader gebraucht, aber eben mit guten Laufzeiten. Siebte nämlich im Einzel. Und dann kommt Justus Strelo rein. Wieder mit einem guten Rennen. Einer ist ihm daneben geflutscht. Und jetzt muss er mit dieser Startnummer 1 länger warten, bis klar ist, wo der Weg hier hinführt. Aber hat wirklich da anschließen können an die Leistung vom Einzel. Justus Strelo, eine, die kann immer mal daneben gehen. Wir haben bei den anderen ja eben auch bei den Mitfavoriten gesehen. Ein, zwei Fehler, die da passieren. Ah, Sebastian Stalder. Ja, der schafft hier die 10 Treffer. Und bringt sich auch damit in eine richtig gute Situation. Kann wieder ein richtig gutes Rennen werden für den Schweizer. Denn die Form, ich habe es gesagt, die bringt er mit. Zweimal war er bisher Fünfter und beides Mal hier in Östersund, eben zuletzt im Einzel zu Beginn der Woche. Gonzalo Oma und direkt hinter ihm Johannes Tinius Bö, der Mann im roten Trikot. Oh, stark. Martin Gonzalo Oma zieht hier weg von Justus Strelo. Die waren ja 2 Sekunden nur auseinander nach dem Schießen. Und jetzt doch deutlich der Vorsprung von Ponzi auf 18,2 Sekunden angestiegen. Also die Schweden heute wirklich im Attacke-Modus. Und wir haben es ja angesprochen, dass er hier wirklich mit Schwierigkeiten unterwegs ist. Entzündung in der Hüfte, Martin Gonzalo Oma. Wo wirklich auch die Frage ist, wie lange das so gut geht. Und da haben wir nochmal eine Einstellung von Sebastian Samuelsson. Den bisher Führenden nach dem ersten Schießen. Stehend muss er ja noch. Er kann sich fast eine Strafrunde leisten. Mit Sicherheit, die läuft der rein. Ja, dann die Brille noch aufgesetzt. Und dann geht's raus. Tommaso Giacomel. Der Punktbeste unter 25 Jahren. Das ist gekennzeichnet mit dem kleinen blauen Trikot rechts neben dem Namen. Ja, weiterer Fehler kommt für ihn hinzu. Und der Franzose. Jetzt haben wir Fabien Claude. Auch hier bleibt eine Scheibe hängen. Und Roman Rees ist mittlerweile ins Ziel eingelaufen. Das wird ihn mächtig wurmen, diese 3 Fehler da im stehenden Anschlag. Und so schnell geht das eben im Biathlon passiert. Und Fillon Maillet kommt hier in Richtung Ziel. Das ist nur noch die Zielgerade. Gegen die Zeit von Justus Strelo und die ist jetzt vorbei. Also er reiht sich hinten dran. 2. Rang für Fillon Maillet. Strelo bleibt noch in Führung im Ziel vor Fillon Maillet und Eder. Und Martin Gonzalo Oma, das ist der Nächste hier, der ganz nach vorne laufen wird. Gut 40 Sekunden bleiben ihm noch hier runter in die Abfahrt und dann rein in den Zielsprint. Und hinter ihm wird es ganz spannend, denn Bionas und Christiansen kommen da innerhalb von 1 Sekunde. Also er muss hier kämpfen, das hat man ihm auch gesagt. Aber die anderen werden auch kämpfen und es wird spannend sein. Ja, absolut. Neuer Führender also. Wird hier groß gefeiert, lautstark. Und links, vielleicht haben Sie es gesehen, das rote Trikot. Da sehen Sie es nochmal. Der läuft hier Richtung Schießen. Johannes Tinius Bö, während wir hier seinen älteren Bruder sehen. Im liegenden Anschlag und oben gleich der nächste Norweger, Sturlaholm Lagreit. Der macht es hier stehend besser als im liegenden Anschlag. Und Tarje Bö kommt auch sehr gut rein hier in diesen Sprint. Mit den ersten 5 Treffern. So, Sturlaholm Lagreit. 8. Position. 31,1 Sekunden hinter Stalder, der nach dem 2. Schießen noch führt. Oh. Und er hier ist sehr schnell unterwegs gewesen auf dieser 2. Runde. Trotz 2 Fehler nur 6 Sekunden hinten. Ah, und der Letzte geht vorbei.
Und dann kommt Johannes Kühn, der ja so kurzfristig in die Staffel gerutscht ist, auf die vierte Position. Eine Strafrunde geschossen hat, hat ihn gewurmt, aber am Ende Rang 3 und damit den Podestplatz abgesichert. Oben mit der 45 Johannes Dahle, zweitschnellster im Einzel gewesen. Auch den müssten wir hier noch im Blick behalten, während Wettles Jahrstart. Christ Jansen gegen die Zeit von Ponzi Luoma siegt. 1,8 Sekunden vom Schweden jetzt. Christ Jansen vorne, trotz seiner langen Schießzeit, hat ja alles getroffen. Und dann Sebastian Samuelsson, der hat jetzt hier zwei Fehler. Kam natürlich mit einem massiven Vorsprung hier an. Jetzt muss er zweimal in die Runde. Und dann schauen wir, wo er sich dann einreiht, wenn er rauskommt. Nachdem er zweimal durchs Oval ist. Didier Bionard, der hier der links, der reinkommt. Auf den dritten Rang. Und David Thomas auf Rang 7, der da mit ihm reingekommen ist. Also gutes Rennen auch für ihn. Alle 10 Scheiben getroffen. 3,5 Sekunden nur hinter Wettles Jahrstart Christ Jansen. Da haben wir den führenden groß im Bild. Und die Gratulation an den Italiener. Aber was war da los bei diesem zweiten Schießen bei Wettles Jahrstart Christ Jansen? Ja, ewig lang hat er darum gemacht und getan. Er hat stehen zu seine Probleme, das sieht man immer wieder. Auch bei der Staffel hat er einen Fehler gehabt, hatte allerdings Zeit und konnte sich da nochmal mit dem Ersatzschuss gut retten. Aber stehend ist nicht seine Disziplin, ähnlich wie sie eben bei den starken Athleten sein sollte. Aber jetzt schauen wir, was unser starker Doll macht. Ob er nochmal 5 Treffer hier landen kann. Lukas Hofer oben. Also 4 Treffer, eine Strafrunde einkassiert. Und Lukas Hofer jetzt auch mit rotem Balken. Lässt bei dem einen schnelles Überwerfen des Gewehrs bei Lukas Hofer. Und wir schauen nochmal über die Schulter von Benedikt Doll. Der Schuss war nicht nahe am Ziel, sagen wir es mal so. Aber der Benny hat es ganz gut gemacht. Viele schießen nicht fehlerfrei, bisher erst 3. Und jetzt also Philipp Navrat, 12,8 Sekunden sein Rückstand hier beim Eintreffen. Absolut grüner Bereich. Ja, da hinten raus sehr schnell nochmal geschossen, alles getroffen. Philipp Navrat ist hier mittendrin dabei im Kampf um die Podestplätze. Gutes erstes Schießen von ihm. Und dann kommt Sebastian Stalder. Die Zeit von Wettles Jahrstart Christ Jansen kann er nicht ganz packen. Setzt sich hier auf die dritte Position hinter Christ Jansen und den Schweden Ponzi Luoma. Stalder also auf einem hervorragenden dritten Platz für den Moment. Und wir schauen nochmal auf das Trefferbild von Philipp Navrat. Sauber, schnell geschossen. Philipp auch in einer exzellenten läuferischen Verfassung. Und das Ende vom Lied. Zweiter Platz eben nach dieser ersten Runde. Das ist schon sehr stark. Und 12,5 Sekunden sein Rückstand nur auf den starken Sebastian Samuelsson. Niklas Hartwig kommt rein. Er wird heute enttäuscht sein, einmal mehr. Also er muss noch mal durchatmen in Richtung Hochfilzendamm. Und wir haben gerade noch gesehen, dass Endre Stromsheim, der Norweger, 0 Fehler geschossen hatte und Rang 2 einnimmt nach dem Stehenschießen. Nur 7,4 Sekunden zurück auf Sebastian Samuelsson. Damit drückt Benedikt Doll auf Rang 5 zurück und Justus Strelo auf Rang 8 nach dieser Zeit, Zwischenzeit beim Stehenschießen. Tommaso Giacomel ist hier gar nicht dabei. Ganz, ganz hinten kommt er. Ja, mit der 22, nicht irritieren lassen, genau. Da kommt er mit der 40 hinter ihm, Fabien Claude.
16,5 Sekunden sein Rückstand bei dieser Zeitnahme der letzten vor dem Ziel. Antonin Gigonard überhaupt nicht eingesetzt in den Staffelrennen. Sein zweiter Einsatz erst, dieser Sprint. 63. nur im Einzel gewesen. Und Tommaso Giacomel, der gibt hier alles. Die Zeit von Christiansen kann er nicht mehr packen. Und die von Ponciloma auch nicht. Und von Stalder wohl auch nicht. Das geht jetzt in den Plusbereich. Und da rutschen die Plätze noch durch. Unten auch Bionat. Den Teamkollegen, aber die von Justus Strelo, ja, die ist in Gefahr. Die packt er. Ganz da hinten kommt er, nicht hier vorne, sondern weiter hinten. Die wird er packen, ja, ja. Ja. 2-1. Ja, es ist aber knapp genug. 4 Zehntel. 4 Zehntel. Giacomel vor Strelo an der 5. Position mit einem Fehler mehr als der Deutsche. Und Jeremy Finello beginnt hier mit einem Fehler im liegenden Anschlag. Und dann kommt Sebastian Samuelsson. Schauen Sie rechts auf dem oberen Balken. Auf seinen Vorsprung kommt jetzt hier zur Zeitnahme. Er war 22 Sekunden vor Bionas, der hier als Führender eingegeben ist. Also er hat nochmal Vorsprung ausgebaut mit 2 Fehlern. Ja. Sekunden sind es jetzt. Sebastian Samuelsson, der hat hier alle Möglichkeiten. Endlich wieder aufs Podium, endlich wieder einen Sieg. Da, wo er hingehört, einer der absolut weltbesten Athleten. Wie auch Sturlaholm Lagreit. Momentan bringt das noch nicht ganz zusammen in dieser Saison. Und wird jetzt hier zunächst einmal unter die Top 10 laufen, aber dann auch noch warten müssen, ob er da bleiben kann. Sehr gut war nach dem Stehenschießen jetzt der Franzose Fabien Claude, jetzt auf 3. Position, nur 10,5 Sekunden Rückstand auf Samuelsson. Der ist stark unterwegs, Fabien Claude. Und dann haben wir Tarje Bö. Sein Rückstand 28,2 Sekunden. Alles liegend getroffen. Wenn er gut schießt. Ja, das zeugt dazu. Schießt schnell, riskiert. Hopp. Kämpft nochmal, jawohl. Ja, ja. Der kann die Führung übernehmen. Jawohl. Ja. Sehr gutes Schießen, 31,9 Sekunden. Sehr starkes Schießen vom Kopf her. Einfach schnell angefangen, dann doch nochmal kurz gezuckt. Und wohin geht die Reise für Johannes Tinjes Bö? Der Mann im roten Trikot. Es reicht nicht für ganz oben aufs Podest. Momentan Achter, es reicht gar nicht fürs Podest. Schiebt sich da vor Lagreit und wir schauen auf Johannes Kühn. Und Tarje Bö hat tatsächlich die Führung übernommen nach dem Stehenschießen. 10,7 vor Samuelsson. Ja, sehr gut, auch für Johannes Kühn. Dieser Einstieg, 22,7 Sekunden war er zurück, keine Strafrunde, gleich geht's weiter. Und die Frage ist, ob Tarje Bö das halten kann, beziehungsweise ja, gegenüber Sebastian Samuelsson auf der Schlussrunde. Johannes Kühn auf dem 6. Rang nach dem ersten Schießen. Direkt hinter Benedikt Doll. Und dann kommt er rein hier, Sebastian Samuelsson, wird hier deutlich die Führung übernehmen. Starkes Rennen abgeliefert. Die Single-Mix-Staffel ja schon gewonnen hier zu Beginn mit Hanna Öberg gemeinsam. Und reicht das hier für den Sieg oder muss er den abgeben? Wieder an einen Norweger, in dem Fall an Tarje Bö. Ja, Johannes Dahle. Allerdings auch schon mit einer Strafrunde nach dem liegenden Anschlag. Björn Sürum, der reingekommen in diese starke norwegische Mannschaft über die Qualifikation. 8. Rang für Dahle. Also Sie sehen schon, es geht jetzt mächtig hin und her nach dem zweiten Schießen. Direkt hinter Benedikt Doll. 3 Sekunden nur.
Der müsste jetzt gleich ins Ziel kommen, der Benedikt Doll. Der liegt ganz gut, hat nicht viel Zeit auf der letzten Runde gegen Samuelsson verloren, der die schnellste letzte Runde geliefert hat. Momentan im Ziel Samuelsson vor Christiansen und Ponzi Loma. Bester Deutscher Justus Strelo auf dem 7. Rang. Roman Rees als 23. geführt für den Moment. Er wird sicher noch ein Stückchen weit nach hinten gehen und das wird ihn natürlich auch massiv ärgern im Hinblick auf die Verfolgung morgen. Da kommt Benedikt Doll. Da haben wir ihn doch. Also Sebastian Samuelsson hier mit dem tollen Rennen. Rang 3 im Moment für Benedikt Doll vor Martin Ponzi Luoma. Starke Schlussrunde wieder mal von Benedikt Doll. Aber eine Sekunde hinter Christiansen. Ja. Also es geht eben so knapp zu bei diesen Sprintrennen. Da ist wirklich jeder Meter, jede Bewegung gefragt. Das ist schon gewaltig. Und Strömsheim... Ja, der könnte das gefährden hier. Der könnte die Zeit von Benedikt Doll erreichen. Schauen wir mal, wenn er ins Ziel kommt. Ja, Strömsheim schafft das. Gell? Ja, das schafft er. Ganz so weit ist es nicht mehr, genau. So, da geht er jetzt rein in die Zielgerade. Also, starkes Rennen vom IBU-Cup-Sieger des Vorjahres. Alles getroffen. Und jetzt also auf dem 2. Rang vor Christiansen und Benedikt Doll im Ziel. Philipp Navrat! Ja! Sehr gut! Super! Darauf haben wir gehofft, dass Philipp Navrat mal durchkommt, mal alle 10 Scheiben trifft. Boah, war hier schon mit der schnellsten Zeit unterwegs und angekommen. Und jetzt geht er hier raus als Führender, Philipp Navrat. Und er hat das Zeug dazu. Der kann das packen. Der kann hier den nächsten Sieg für die deutsche Mannschaft holen. Den nächsten Podiumsplatz allemal. Da sind wir sehr gespannt. Klasse. Also das freut mich jetzt riesig. Nach seiner Vorgeschichte, auch verletzt in diesem Jahr. Mittelfußbruch im Sommer. Bänderriss. Und er hat hier viel für den Oberkörper getan. Und er freut sich natürlich, der Bundestrainer Uroš Velepec. Ah, ist das schön, dieses Rennen. Und endlich mal, immer wieder haben wir in den Jahren gesagt, er hat ein solches Potenzial, der Philipp Navrat. Und immer hing es dann an dem einen oder anderen Schuss in der Mannschaft. Schon immer einer der stärksten Läufer auch, der die Mannschaft auch mitzieht, der voranläuft. Und heute kann es gelingen. Also drücken wir ihm die Daumen, dass er da wirklich noch eine Schlussrunde hinzaubert. Tari Bö, das ist zunächst mal hier der Zweikampf mit Samuelsson. Der schaut jetzt mal da raus, der kommt nämlich zur Zwischenzeit. 13,5 Sekunden liegt er vor Sebastian Samuelsson, der Tari Bö. Und nach dem zweiten Schießen, also Navrat vor Tari Bö, 16,3 Sekunden, 27 sogar auf Sebastian Samuelsson. Viel hat er nicht verloren, der Tari Bö auf Samuelsson, der natürlich ums Leben gerannt ist hier. Mit der schnellsten Schlussrunde und der schnellsten Laufzeit 30 Sekunden vor Johannes Tinnesbø. Eric Perrault sehen wir hier für die französische Mannschaft, den 22-Jährigen, der in diesem Jahr konstanter sein will. Vorher mal rausgerutscht aus dem Team, runter in den IBU Cup. Und wir haben hier die Augen auf dem Computer. Was macht Philipp Navrat da draußen? Vorsprung war 16,3 Sekunden auf Tari Bö. Ja, und wenn man sieht, wie die Deutschen hier unterwegs sind, wieder offenbar auch mit wirklich sehr, sehr gutem Material, ist gestern nochmal wirklich deutlich geworden. Hervorragende Arbeit unter diesen neuen Voraussetzungen für die Techniker, ohne das gewohnte Flurwachs, die Erfahrung, die man damit gemacht hat über all die Jahre. Felix Bitterling, der verantwortlich, hat nochmal gesagt, die nehmen auch wirklich alle mit, die beziehen die Sportler ein. Und es ist ein gemeinsames Ding, da wieder hinzukommen. Und momentan hier in Östersund gelingt das überragend. Fabien Claude, ja, ganz hervorragend unterwegs. Hier, er schafft es nicht, Strömsheim zu schlagen. Ja. Auf die 3. Position, aber das ist eine richtig gute. Momentan also Podiumsplatz für den Franzosen Fabien Claude. Also Tarje Bö hat hier 10,7 Sekunden Vorsprung bei der letzten Zwischenzeit auf Samuelsson. Da sollte nichts mehr passieren. Die Frage ist, kann Philipp Navrat den Vorsprung auf Tarje Bö halten, ausbauen?
Und dieser Tarje Böe ist doch immer wieder ein Phänomen, auch 35 Jahre mittlerweile alt und zaubert hier ein solches Rennen in den Schnee. Klar, sicheres Schießen, aber bringt auch die Laufzeit mit vor mit. Die 15. hatte er im Einzel, hat er noch 3 Fehler geschossen, Staffel gewonnen, 2. mit der Mixstaffel und jetzt hier auf dem Weg aufs Podest. Aber reicht's für den Sieg? Wir hoffen und drücken immer noch die Daumen für Philipp Navrat. Gratulation an Tarje Böe. Überragendes Rennen. Einmal mehr. Und zunächst einmal vorne also vor Sebastian Samuelsson und Endre Strömsheim. Und die Böe-Brüder, die sind hier auch unterstützt von der Familie. Vater ist hier und schaut sich das Ganze an. Gute Motivation. Also zunächst mal Rang 1 für Tarje Böe und wir warten auf Philipp Navrat. Biotin Booster. Biohacking für dein Immunsystem. Magnesium für Muskeln, Knochen und Gelenke. Fünf Äpfel. Äpfel. Gut, dass La Vita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Gibt's nur direkt bei La Vita. So, da unten kommt er. Hier haben wir ihn groß im Bild. Philipp Navrat. Hier haben wir ihn groß im Bild, den Philipp Navrat. Er kämpft natürlich. Wie gesagt, Vorsprung war 16,3 Sekunden. Da unten kommt er, hier vorne, das war der Belgier. Ja, gleich geblieben, ja. Gleich mit Tarje Böe. Es sieht gut aus. Auf geht's! Und nochmal den letzten Push von Christian Mehringer, den wir da gehört haben für Philipp Navrat. Und Johannes Dorle kommt ins Ziel. Da hinten. Und oben Johannes Kühn wollen wir natürlich nicht verpassen. Beginnt hier mit einem Fehler im stehenden Anschlag. Dritter Rang für Dorle, verdrängt hier Endre Strömsheim auf den 4. Rang. Und Johannes Kühn. Gut, gut. Ja, Rückstand waren 23,1 Sekunden. In etwa, das kommt nochmal oben drauf jetzt, wenn er die Strafrunde absolvieren muss. Aber wir rutschen hier so ein wenig auf unseren Stühlen hin und her. Was ist mit Philipp Navrat? Johannes Kühn läuft hier auch noch in eine Platzierung unter die ersten 8. Das darf man hier nicht vergessen. Das ist eine sehr gute Platzierung, wenn er durchkommt. Ja, und reiht sich ein eben in diese wirklich überragenden Ergebnisse der deutschen Mannschaft hier bisher in Östersund. 9. Zeitgleich, nein, 13. hinter Benedikt Doll. Mit Björn Sörum. Knappe halbe Minute sein Rückstand. Ah, der schießt schnell. Navrat hatte 0. Ja, er auch. Und Arvin, groß im Bild. Bislang noch ohne Podest in der Karriere. Zweimal war er 4. Zuletzt im letzten Jahr hier in Östersund im Einzel. Also das ist eine Strecke, die ihm auch liegt und behagt offensichtlich. Und das sieht richtig gut aus hier für seinen ersten Sieg. Erster Podestplatz, erster Sieg für Philipp Navrat. Definitiv, und er baut den Vorsprung ganz leicht aus. Um eine Sekunde. Ah, unglaublich stark Philipp Navrat heute hier unterwegs. Mit 30 Jahren startet für den Skiclub Nesselwang im Allgäu. Michael Greis, ein großes Vorbild, hat er immer wieder gesagt. Der hat mich zum Biathlon gebracht. Und heute steht er selbst ganz oben, Philipp Navrat. Nach dem Sieg durch Roman Rees im Einzel, jetzt auch im Sprint von Östersund. Man mag es kaum glauben. Uroš Velepec, ja, ein Grinsen im Gesicht, völlig zu Recht. Und die letzten Schübe für Philipp Navrat. Klasse Rennen, heute hat alles zusammengepasst. Und das ist die Erleichterung, das ist der Sack, der darunter fällt. Endlich! Sowas wie das perfekte Rennen, das du lange, lange suchst. Heute hat es geklappt für Philipp Navrat. Ja, ist schon verrückt. Dieser Saisonstart für die deutsche Mannschaft hat es lange, lange, lange nicht gegeben. Und dann kommt Lukas Hofer mit den 2 Fehlern. Die haben ihn dann doch weit zurückgeworfen auch. Keine Top-10-Platzierung, wir haben es ja erwähnt, gute Laufzeit im Einzel. Und heute für den Moment Rang 16. So, und da gehen wir mal
Ja, da haben wir nochmal Filip Navrat, den wollen wir doch nochmal kurz sehen. Und Justus Strelo, mittlerweile ist er bei Nils Kaben gewesen. Bitte. So Justus, wie ist Ihnen ergangen unterwegs? Ja, war ein seltsames Rennen. Es war sehr kalt. Schon ab der ersten Abfahrt war alles so ein bisschen taub. Also es hat nicht so richtig wehgetan, aber irgendwie ging es auch nicht schneller, weil ja, die Beine, die Arme, alles wollte sich nicht mehr so richtig bewegen, wie man das selbst vielleicht gerne möchte. Ist es auch deshalb speziell, weil Sie ganz vorne weggelaufen sind mit der Startnummer 1? Ja, natürlich. Da fehlt einem völlig die Orientierung. Man muss sich auf sich selbst konzentrieren. Eine gute Leistung für sich machen, hat dann so ein bisschen in der Runde 2 bekommt man dann so, wo man in Runde 1 war, aber da kann man ja dann auch nichts mehr daran ändern. Also ja, man muss sich da auf sich konzentrieren und ist dann natürlich schwierig, dann auf der Schlussrunde oder so sich irgendeine Zielzeit zu nehmen und dagegen jemanden zu kämpfen. Bis jetzt war es so diesen Winter, dass in jedem Rennen, egal ob Männer oder Frauen, immer ein Deutscher, manchmal sogar zwei, ganz vorne waren. Jetzt ist Filip Navrat ganz vorne dabei. Ist das was Besonderes, wie dieser Winter anfängt? Ja, auf jeden Fall. Es ist cool, wenn quasi immer einer aus dem Team durchkommt. Das zeigt einfach, was für eine große Dichte und was für ein gutes Team wir aktuell sind. Und freut mich natürlich, wenn da auch jeder mal seine Leistung wirklich abrufen kann und dementsprechend die Früchte für die harte Arbeit über den Sommer ernten kann. Dankeschön. Ja, dem kann man nur beipflichten. Filip Navrat, das ist genau das. Es einmal ins Rennen zu tragen. Oftmals hört man die Ergebnisse aus den Trainingslagern. Da klappt alles wunderbar. Und dann eben, wenn es drauf ankommt. Heute hat es geklappt für Filip Navrat. Freut uns wirklich sehr. Zweitschnellste Laufzeit hat er. Sebastian Samuelsson war 20,8 Sekunden schneller, hat aber zweimal eben daneben geschossen. Und Biathlon besteht aus zwei Disziplinen. Und deshalb thront Filip Navrat ganz oben. Und das Imperium hat in der Tat zurückgeschlagen, wie du vorhin gesagt hast. Die Norweger ganz hervorragend. Aber eben der erste Platz geht an die deutsche Mannschaft. Das ist schon großartig. Und ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Ja, und die Kollegen haben im Hintergrund gerechnet. Sven Fischer, Filip Navrat momentan im gelben Trikot. Also würde es in der deutschen Mannschaft bleiben. Aber schauen wir mal, was hier noch so passieren kann eventuell. Eric Perrault, den wir hier sehen. Früh im vergangenen Jahr, hat er nochmal erzählt, war der Akku schon leer. Es war echt notwendig, da einen Schritt zurück zu tun. Wieder Selbstvertrauen zu tanken und dann zurückzukommen. Aber auf ihn bauen sie natürlich. Und Johannes Kühn haben wir hier kurz durchhuschen sehen. Ja, ganz. Also da ist es wirklich extrem knapp. Doll ist 2 Sekunden vor ihm und dazwischen aber noch 3 andere Läufer. Also das ist wirklich ganz knapp. Die laufen auf ein Zehntel zusammen. Es geht hier bei Johannes Kühn um eine Platzierung unter die ersten 10. Im Ziel Doll 8. im Augenblick. Ja, und dann wollen wir mal runterhören. Nils hat Roman Rees, den Mann heute in Gelb, aber der wird nicht zufrieden sein. Da bin ich mir sicher. Ja, wir können ihn direkt fragen, Christoph. Roman, Sie haben sich so sehr gefreut auf Ihr allererstes Rennen in dem stolzen gelben Trikot. Ist die Erinnerung daran, ist ja noch frisch verhagelt? Nee, das eigentlich gar nicht. Es war eine Ehre, es war ein schönes Rennen. Bei mir war es jetzt halt ein bisschen, ja, gemischt. Es war Glück, dass ich heute eigentlich wieder bereit war zu laufen, weil in der Woche war ich krank. Auf der anderen Seite war natürlich die Form nicht so da. Es hat sich eigentlich gar nicht so schlecht angefühlt auf der Strecke. Also ich konnte es irgendwo auch ein bisschen genießen, in Gelb unterwegs zu sein. Aber die Power war halt am Ende nicht so da, das habe ich schon gemerkt. Und dadurch, ja, war irgendwie auch so ein bisschen die Erholung zum Stehenschießen, ja, die kam dann nicht so richtig. Und dann habe ich eigentlich auch ein ungewohnt schlechtes Stehenschießen gemacht. Also war jetzt eher ein schlechtes Ergebnis, aber ja, verhagelt mir jetzt nicht die Stimmung. Nee, ich wollte sagen, in ein paar Tagen ist das sowieso wieder vergessen. Aber das heißt, Sie wussten von vornherein heute, dass es für ganz vorne, wer mutig durch diesen leichten Infekt nicht reichen werden würde? Ja, das Problem ist, ich hatte jetzt keine Vorbelastung 2 Tage. Dann war für mich eigentlich klar, ich will über 0-0 kommen. Das hat jetzt leider ja mal gar nicht geklappt, aber ja, so ist es manchmal. Lieber an einem schlechten Tag dann auch noch schlecht schießen und an einem guten Tag dann gut schießen, wie immer so ein Mischmasch zu haben. Also jetzt mal ein schlechter Tag auf den Sieg, damit kann ich wirklich ganz gut leben und das macht mir jetzt eigentlich nichts aus. Dann wünsche ich Ihnen schöne Erinnerungen an dieses besondere Rennen und demnächst wieder gute Tage mit gutem Schießen. Danke.
Ja, und Johannes Kühn hat hier tatsächlich noch etwas zulegen können. Er ist kurz vor dem Ziel, nur eine Sekunde vor Benedikt Doll, der im Ziel Achter ist. Wir warten jetzt auf den Zieleinlauf und das geht um Zehntelsekunden. Ja, und er war 17. ja im Einzel, jetzt also hier in den Top 10 Platzierungen. Johannes Kühn, 7. Rang. Vor Christiansen noch. 13. vor Wettlesjahrstar Christiansen. Dann Benedikt Doll auf dem 9. Rang. Strelo auf 14. Also 4 deutsche Athleten momentan unter den besten 15. Gutes Mannschaftsergebnis. Klar, wenn man gewonnen hat, ohnehin. Aber insgesamt, Justus Strelo hat es angedeutet, große Dichte im deutschen Team. Sørum, der nächste Norweger, der hinter Tarjei Bø hier noch vor Samuelsson aufs Podium springt. Und Sebastian Samuelsson haben eben diese 2 Fehler heute den Sieg oder den Podiumsplatz verhagelt. 5 Norweger unter den ersten 9, 3 Deutsche unter den ersten 10. Samuelsson und Claude sind die anderen beiden, die die 10 voll machen. Also es ist schon ein kleines Derby heute gewesen, Deutschland gegen Norwegen. Mit dem besseren Ende für die deutsche Mannschaft. Ja, und er, der noch so jung dabei ist bei der norwegischen Mannschaft, ist natürlich hochzufrieden. Und David Zobel, der sich hier mittlerweile auf den Weg gemacht hat, vorletzter Starter in diesem Feld. 101 Athleten hatten gemeldet, 4 haben kurzfristig zurückgezogen. Also der hat hier noch ein bisschen was vor sich, der David Zobel. David war in der Staffel hervorragend unterwegs. Einzelwettkampf hat nicht so funktioniert, aber in der Staffel, da war er wirklich eine Klasse und er hat durchaus noch das Potenzial, unter die ersten 15 zu laufen. Ja, und hat auch das Selbstbewusstsein, hat, wie du es erwähnt hast, ja gesagt, dass er sich auch wirklich richtig gut fühlt. Kurzfristig hier reingesprungen da in diese Staffel und hat gesagt, er konnte ich alle Runden wunderbar laufen, mitgehen, kein Problem. Während wir hier Magnus Oberhauser aus Österreich sehen. 3/4 Minute, 46,3 Sekunden, um genau zu sein, hier verspätet angekommen. Alles getroffen. Aber dann hier in den 30er Rängen, also 38. Rang für ihn nach diesem ersten Schießen. So, und dann kommt David Zobel hier rein. Zu seinem ersten Schießen, liegender Anschlag. 26,9 Sekunden hinter der schnellen Zeit von Sebastian Samuelsson bis hierher. Johannes Kühn hatte 27 Sekunden Rückstand nach dem Schießen. Also nur um es einordnen zu können. Nicht schlecht. Oh, nicht ausgelöst. Das kann bei der Kälte, ja, da löst der Schuss nicht aus. Da muss er dann noch eine nachladen, das ist gemein. Schlagbolzen, oh, vielleicht ist der Schlagbolzen kaputt. Ja. Ah, das ist natürlich. Ja. Also zweimal nachladen. Also Schlagbolzen funktioniert. Ja, jetzt dann eben bei dieser Kälte diese kleine Patrone nachführen. Großer, schwieriger Kampf hier für David Zobel. Hat er ordentlich gemeistert. Aber schauen Sie, mehr als eine Minute hat er da gebraucht für dieses Schießen. Das ist richtig bitter. Ja, schade. Schade. Muss man dann mal eruieren, was das war. Weil der Schlagbolzen nicht scharf genug. Also hat er nicht genügend Druck nach vorne bekommen. Der Abstand zum Schloss zu groß. Das kann man aus der Ferne nicht diagnostizieren. Schade, ja, David. Aber er bewegt sich gut und er hat gezeigt, dass er auch eine gute erste Runde gelaufen ist. Jetzt muss er die Ruhe bewahren und den Rest auch noch mal versuchen, gut abzuschließen. Emilien Claude mit einer Strafrunde schon belastet und einem enormen Rückstand vor diesem zweiten Schießen. Und dann kommen noch mal 2 obendrauf. Da wird es weit nach hinten gehen im Feld.
Beide muss er schauen, ob er morgen bei der Verfolgung dabei sein kann. Beide Fehler nur 2 mm maximal vom Ziel entfernt. Das war ganz knapp, aber ist natürlich bitter. Knapp daneben, alter Kalauer ist auch vorbei. Ja, absolut. Eric Perrault berät sich hier, bewegt sich um die Plätze 20, 21, 22 herum. Der junge Franzose auf dem Weg in Richtung Ziel. Also nach wie vor Philipp Navrat, das verkünden wir gerne nochmal und mehrfach vor Tarje Bø und dem Norweger Sørum Sebastian Samuelsson auf dem 4. Rang. Kühn auf 8, Doll auf 10, Justo Strelo auf 15. Hervorragendes Mannschaftsergebnis auch. Und dann hören wir mal runter zu Benedikt Doll. Ja. Der mit dem drittbesten deutschen Ergebnis heute aufwartet. Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt? Ja, bin schon sehr, sehr zufrieden. Läuferisch geht es bei mir noch nicht so leicht. Da komme ich irgendwie gar nicht so in dieses wirkliche Vollspeed-Laufen. Weiß nicht, ob es an der Kälte liegt, ob es an der Form liegt. Mache mir jetzt keine Sorgen. Ich glaube, das wird noch besser, aber es gefällt mir aktuell noch nicht so. Dennoch 90% am Schießstand wieder, bin ich sehr zufrieden. Unsere Experten haben vor dem Rennen das analysiert. Die haben gesagt, bei diesen Temperaturen sei das mit dem Vollspeedlaufen ohnehin so eine Sache. Ja, es ist, ich kann es gar nicht so beurteilen, woran es liegt. Irgendwie fühlt es sich an, als würde ich immer mit einer Bremse laufen. Aber ich war sehr, sehr gut vorbereitet auf die Kälte, auch kleidungsmäßig. Hab mir so ein Wärmepad noch in die Handschuhe gemacht, hat schöne warme Finger, konnte gut repetieren. Und darum, das Setup war eigentlich ganz gut heute. Können Sie nachempfinden, was in Philipp Navrat jetzt vorgeht, der vermutlich sein allererstes Weltcuprennen gewinnen wird? Ja, ziemlich gut kann ich das nachempfinden. Man muss schon sagen, es bestätigt so ein bisschen das Gefühl, das ich auch hatte, dass wir läuferisch auf jeden Fall vorne mit dabei sind. Und wenn wir es dann am Schießstand hinkriegen, und jetzt haben wir es im Einzel hingekriegt, jetzt heute im Sprint. Also es macht mich schon so ein bisschen auch stolz als Teamältester, dennoch oder so ein gutes, starkes Team zu haben. Das finde ich echt, echt cool und macht Spaß, in diesem Team laufen zu dürfen. Geht uns genauso. Vielen Dank. Danke. Und deshalb ist auch die Zuversicht bei Benedikt Doll, dass es noch besser wird. Denn wenn es in der Mannschaft so läuft und in dieser Breite, dann ist eben viel, viel richtig gemacht worden. Und dann wird das andere sich schon noch finden, auch bei Benedikt Doll. Aber es ist wirklich dreifach unterstrichen, 5 Ausrufezeichen hinten dran. Die ersten beiden Einzelrennen in dieser Saison, das Einzel und der Sprint, gehen an die deutschen Männer. Wahnsinn. Ja, das vor der Saison. Wenn das einer sagt, dann sagt man, man ist aber schon sehr optimistisch. Aber es ist echt eine Freude, den Männern hier zuzuschauen. Ja, und eben auch den Frauen, die ja eben auch sowieso die Podestplätze hier geliefert haben. In der Staffel, im Einzel auch gleich 2. Mit Rang 2 von Franziska Beuys und 3 mit Vanessa Vogt. Und dann haben wir noch mal in der Zeitlupe eingespielt den Sieger des Tages. Und wir gratulieren Philipp Navrat, erster Sieg im Weltcup. Herausragend mit 30 Jahren Klasse-Rennen. Und das sieht man einfach, wie befreiend das ist. Und da hat eben alles gepasst. Uroš Velepec mit der Siegerfaust. Ja, Stimmung ist gut in der Mannschaft. Haben sich gut vorbereitet. Es passt auch eben, auch das immer wieder erwähnt von den Technikern. Auch das war ja ein großes Fragezeichen. Wie kommt man hier rein mit diesen neuen Voraussetzungen? Aber das klappt bislang prima. Ja, das ist eindeutig der Hinweis, dass auch heute das Material wirklich herausragend war und sie da über die Strecke getragen hat. Ein Teamerfolg, definitiv vom Physiotherapeuten über die Techniker. Bis hin natürlich, die Athleten müssen laufen und in hervorragender Verfassung sein. Aber ein hervorragender Athlet kann einfach nicht hervorragende Ergebnisse bringen, wenn das Umfeld, wenn das Material nicht stimmt. Alexander Mukhin aus Kasachstan hier mit der 79. Großer Rückstand, schon knapp 2 Minuten nach 8,8 Kilometern. Athleten, die keine Chance haben, da ganz vorne anzugreifen, aber eben Weltcup-Punkte sammeln können. Bis Rang 40 gibt es die ja. Einen Punkt noch für den 40. Ja, und da müssen wir jetzt schon aufpassen, ob Roman Rees die Verfolgung schafft. Im Augenblick 50. Und kommen da noch ein paar. Ja.
Mit der 79, wie gesagt, David Zobel mit der 100. Da sind noch ein paar Athleten unterwegs. Also Roman Rees heute ohne Weltcup-Punkte. 90 gab es für den Sieg im Einzel. Heute geht er leer aus. Das ist Biathlon. Ja, das ist eine verrückte Sportart, aber die macht es eben auch so interessant. So, und Alexander Muchin kommt hier ins Ziel. Ja, das ist so der Bereich, in dem er sich im Weltcup bewegt. 29. Rang steht da als Bestleistung bisher. Das war der 31., 32. Rang. Und wir sind bei David Zobel. Verliert 17 Sekunden auf Samuelsson. Das muss man immer relativ sehen. Der ist heute natürlich über die Strecke geflogen. Auch 20 Sekunden schneller als Philipp Navrat insgesamt. Also keine Schande. Und David Zobel macht das ganz gut. Ja, und wir haben es ja gesehen. Das ist einfach auch mental eine schwierige Situation, dieses Schießen, wenn das dann so misslingt. Und immer wieder hakt es da. Und dann musst du noch Patronen nachführen und musst wirklich bei der Sache bleiben. Das ist schon schwierig. Während Magnus Oberhauser schießt, ist auch die Frage, ob es beim nächsten Schießen von David nicht wieder zu diesen Aussetzern kommt. Wenn es dann eben auch an der Waffe gewisserweise liegt. Ja, gutes Schießen hier von Magnus Oberhauser. Er spart sich hier jede Strafrunde. Und belässt bei den 10 Kilometern, die zu absolvieren sind im Sprint. ...29. Rang für ihn. Damit fällt Roman Rees wieder eine Position nach hinten. Oh, jetzt ist er 58. im Augenblick. Also 60 aus diesem Sprint dürfen nur mit. Und jetzt sind wir gespannt, wie es David Zobel ergeht. Ob es diesmal besser funktioniert oder ist vielleicht doch irgendwas im Argen. Oh. Ja, diesmal funktionieren die Ladevorgänge, aber er verfehlt drei Scheiben gleich. Also verlängert sich sein Sprint hier um 450 Meter nochmal für David Zobel. Das ist richtig bitter. Und da muss man auch mit diesem ersten Schießen, das eben so lange dauerte, auch hinschauen, wo David Zobel dann am Ende landet. Fehler rechts. Auch hier fast auf die gleiche Stelle. Ja, zwei Fehler. Ja, da schaut er noch mal Fehler zurück. Ja. Insofern sind es dann 300 Meter, ganz genau. Du hast recht, unten ist es auch eingeblendet. Die ist dann doch noch in Zeitlupe gefallen. Okay, den Gefallen tut sie David Zobel. Ja, das ist der Nachteil dieser mechanischen Klappscheiben, die eben dann so verzögert umfallen können. Bei den elektronischen Scheiben ist es einfach Treffer oder Nicht-Treffer und wird sofort richtig angezeigt. Aber er hat es überrissen, der David, und läuft nur seine zwei Strafrunden. Seine zwei Strafrunden momentan auf dem 44. Rang. Also der wird sich auch noch vor Roman Rees setzen. Und den haben wir ein bisschen bange momentan um den Roman Rees, dass er morgen hier dabei sein kann in der Verfolgung, während wir hier nochmal den Sieger des Tages sehen. Philipp Navrat, und mit diesen Bildern, mit diesen schönen Zeitlupen übergeben wir an unser Trio, an Alex, an Sven und an Laura, mit einem Blick natürlich nochmal schnell, weil es so schön ist, aufs Ergebnis. Philipp Navrat also vor Tarje Bö und Vebjørn Sørum. Sebastian Samuelsson mit den zwei Fehlern, wieder nicht auf dem Podest, kein Sieg für ihn, wie erhofft. Johannes Kühn auf 8, Doll auf 10, Strelo auf 15, also auch insgesamt wieder ein herausragendes Mannschaftsergebnis. Jetzt